Hey Upper East Siders, Gossip Sim hier und ich habe die größte Neuigkeit überhaupt für euch. Eine meiner vielen Quellen, Melanie91, hat uns das hier geschickt. Gesehen am Flughafen von Sanmai Shuno, ihre Koffer in beiden Händen, the one and only JD Loha. Erst vor kurzem prahlte sie vor der ganzen Upper East Side damit, dass sie Sanmai Shuno verlassen und nach Del Sol Valley zu den Reichen und Schönen ziehen wird, um dort die nächste Angelina Jolie zu werden. Jeder kennt JD, jeder redet über JD. Aber was wird ihre Mom wohl sagen, wenn sie erfährt, dass der mysteriöse Mann an JDs Seite kein geringerer ist als Ishan Srivastava, reicher Investorensohn und zufälligerweise ihr Ex-Freund? Ach Mädchen, wo hast du dich da nur reingeritten? Nun, jetzt ist dein Moment wohl gekommen. Zeig uns, was du drauf hast, JD. Ein herzliches Hallo zu unserem ersten Part der Gold Digger Challenge. Lange haben wir drauf gewartet und jetzt ist der Tag endlich da. Für alle, die ganz neu hier sind, hallo, ich bin Nina und das ist die Gold Digger Challenge. Wir spielen das Leben unserer lieben JD Loha, das werde ich euch gleich dann alles nochmal erklären und ich werde sie euch als Person dann nochmal vorstellen. Falls ihr die Geschichte ihrer Mom erleben wollt, könnt ihr euch gerne das City Life Let's Play oder auch ihre Oma, das Rags to Riches Let's Play anschauen. Sind auch zwei sehr, sehr coole Geschichten gewesen und jetzt werden wir eine neue Geschichte schreiben und das ist die Geschichte von JD. Nur zu Beginn schon mal, weil einige wahrscheinlich die traditionellen Regeln der Gold Digger Challenge kennen. Wir spielen hier eine Fusion aus Black Widow und Gold Digger Challenge. Also ich habe mir die Regeln so ein bisschen selber zusammengeschrieben. Ich mag es mir eigene Regeln zu stellen und so weiter, weil das Let's Play einfach immer noch mal ein bisschen interessanter macht. Und ja, wie gesagt, ich freue mich aber riesig drauf und ich hoffe, ihr freut euch genauso. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt rein, weil ich werde jetzt noch genug quatschen, weil ich euch die ganzen Regeln vorstellen werde und so weiter. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und let's go. Also ihr seht hier vor uns unsere liebe JD Loha, das It-Girl aus Sanmai Shuno. Also ich glaube, ihr habt im Intro schon gesehen. Oh mein Gott! Das Intro, Leute. Ich hoffe, das Intro hat euch gefallen. Ich habe versucht, mal so ein bisschen was Neues auszuprobieren, so ein bisschen über die Gossip Girl Schiene zu gehen. Denn für alle, die JD nicht kennen, JD ist sozusagen unsere Blair Waldorf von Sanmai Shuno. Und dieses Leben hat sie auch gelebt, beziehungsweise sie hat so ein Leben gelebt, also so eine Fusion aus Blair Waldorf und Serena Vanderwoodsen, weil sie hat sehr viel gefeiert, sie hat mit sehr vielen Typen geflirtet und hat ihr Leben genossen, hat das Geld ihrer Mom aus dem Fenster geschmissen. Aber gleichzeitig war sie auch immer sehr gut in der Schule, sehr verantwortungsvoll, hat auch das Bonusmerkmal bekommen und generell sind wir eigentlich sehr stolz auf JD und dann hat ihr Leben so eine kleine Wendung genommen. Denn JD will sich jetzt eben nicht mehr nur noch auf dem Geld ihrer Mom ausruhen, sondern sie möchte selber eine große Karriere als Schauspielerin machen. Und wie ihr im Intro schon gesehen habt, ist sie nicht alleine hier nach Del Sol Valley gereist, sondern mit dem Ex-Freund ihrer Mom. I know, it's a weird story, aber das spiegelt so ziemlich wider, was JD in den letzten Wochen hier erlebt hat. Es war sehr, sehr aufregend, sehr, sehr emotional, aber ich habe jede Sekunde davon geliebt. Ich werde euch noch mal ganz kurz ihre Merkmale vorlesen, damit ihr das eben auch auf dem Schirm habt. Und zwar ist sie romantisch, sie ist gesellig, sie hat das Bonusmerkmal verantwortlich bekommen. Sie hatte eine glückliche Kindheit, also sie war ein glückliches Kleinkind. Sie ist geschäftstüchtig, sie ist sprunghaft, sie hat gute Manieren, sie hat eine emotionale Kontrolle und sie möchte momentan keine Kinder bekommen. Und ich finde, das spiegelt ziemlich gut das Leben von JD wider, beziehungsweise ihren Charakter. Sie ist eigentlich ein herzensguter Mensch und möchte für alle auch immer nur das Beste. Aber in ihr ist halt so ein kleiner Dämon, der immer wieder ans Tageslicht rauskommt und ja, sie nicht so gute Entscheidungen fällen lässt. Wie eben mit dem Ex-Freund ihrer Mom nach Del Sol Valley zu ziehen. Kurze Backstory zu Ishan. Er hat sehr, 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 sehr viel Geld von seinem Vater geerbt und war der Nachbar von Kiana und JD. So haben Kiana und er sich auch damals kennengelernt. Er war aber ein absoluter Draufgänger, deswegen hat das mit Kiana auch immer nicht so gut funktioniert. Und Kiana hat sich geschworen, nie wieder irgendwas mit diesem Mann anzufangen. Ja, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass JD ihn dann halt irgendwann kennengelernt hat und sie sich noch daran erinnerte, dass er früher neben den beiden gewohnt hat. Allerdings wusste sie nicht, dass Kiana was mit Ishan am Laufen hatte oder so. Also sie wusste nur,
nur, dass ihre Mom halt immer über den geschimpft hat und ihn und JD immer vor ihm gewarnt hat und so weiter und so fort. Ja, und am Anfang war das jetzt für JD auch eher so eine Business-Sache, dass die zwei nach Sol Valley gehen und hier dann eben den versprochenen Schauspieljob ausüben. Ishan hat ihr die große Welt versprochen, er hat ihr Sternchen versprochen, er hat ihr Partys versprochen und einfach genau das Traumleben, was JD sich immer gewünscht hat. Und zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir JD jetzt hier in Sol Valley stehen sehen, sind es tatsächlich ein paar Monate später. Also es ist eine gewisse Zeit vergangen, in denen JD und Ishan so ein bisschen hier Sol Valley zusammen erkundet haben, so ein bisschen eine coole Zeit miteinander gehabt haben, so ein bisschen geflirtet haben, aber es ist nichts Ernstes entstanden. Ich glaube, JD hat sich aber auch so ein bisschen in ihn verguckt und jetzt ist Ishan seit ein paar Wochen weg und JD weiß nicht so richtig, was los ist. Er sagt ihr immer wieder, hey, ich komme bald wieder nach Hause, keine Sorge. Geh schon mal zu dem Grundstück, das deine Mom dir gekauft hat, weil Kiana wollte sie natürlich nicht einfach so nach Los Angeles gehen lassen, ohne dass sie da irgendwelche Mittel hat. Deswegen hat sie ihr dieses Grundstück hier gekauft und dort sollte auch bald der Bau losgehen. Nur leider hat JD Ishan mit dem Bau beauftragt, also er sollte sich um alles kümmern, sie hat ihm das ganze Geld gegeben. Ja. Und jetzt steht sie hier. Auf einem leeren Grundstück, ohne einen einzigen Cent in der Tasche. Und das ist der Beginn unserer Gold Digger Challenge. Wow, das war ein sehr langes Intro, aber ich habe ja schon gesagt, dieser Part wird einfach sehr, sehr quatschereimäßig sein. Jetzt stelle ich euch noch ganz kurz meine fusionierten Regeln der Gold Digger Challenge vor. Also, die erste Regel, die könnt ihr euch auch schon denken, ist, dass wir auf ein Grundstück ziehen und eben null Simoleons haben, weil Ishan hat ja alles Geld mitgenommen. Deswegen haben wir jetzt null Simoleons. Wir können nur Geld verdienen, indem wir andere Personen, ich will es jetzt nicht nur auf Männer beschränken, weil wir wissen nicht, was in der Zukunft noch passiert, indem wir andere Personen heiraten und indem wir Sachen sammeln und die dann eben verkaufen. Also wir dürfen nicht irgendwelche Fähigkeiten ausüben, also wie zum Beispiel malen und damit dann Geld verdienen oder sowas, sondern wir dürfen halt wirklich nur Sachen sammeln. Die dritte Regel ist, das Bestreben der Herrenhausbaronesse zu erfüllen. Ihr wisst, dass sie eigentlich schon die erste Stufe hier erfüllt hatte, weil sie eben mit Kiana in diesem riesigen Loft gewohnt hat. Ich habe das jetzt alles aber zurückgesetzt, weil sonst diese Challenge einfach zu schnell vorbei wäre und das wollen wir nicht. Genauso wie die Charisma-Fähigkeit, die muss man nämlich auf Level 10 haben und JD war schon auf Level 5 der Charisma-Fähigkeit. Das habe ich aber auch nochmal alles geresettet. Wir können das ja sozusagen sagen, dass sie halt so einen kleinen Dämpfer jetzt hatte und sich nicht mehr ganz so doll traut, so charismatisch unterwegs zu sein, weil Ishan ihr eben so eine kleine Unsicherheit gegeben hat. Deswegen ist das jetzt wieder auf Level 1 zurückgesetzt. Das ist auf jeden Fall eine weitere Regel, eben, dass man Level 10 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Dann muss man nach jeder Hochzeit immer eine Dinnerparty stattfinden lassen. Und das wird auch richtig, richtig cool, weil die werden wir dann immer zu bestimmten Themen eben so stattfinden lassen. Also da könnt ihr dann auch kreativ werden, was das nächste Thema der nächsten Party sein wird. Und dann müssen wir zu allem Übel mit jedem verheirateten Sim, den wir haben, ein Kind bekommen. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Ich habe erst gedacht, ob ich diese Challenge ein bisschen umändere, weil ihr wisst, viele Kinder stressen mich sehr. Aber ich habe mir überlegt, es wäre ja mega cool, wenn wir dann auch, wenn wir genügend Geld haben, eine Nanny engagieren, wenn wir einen Butler engagieren und so weiter. Weil so ein Gameplay haben wir halt noch nie gespielt und deswegen freue ich mich da voll drauf, wenn wir dann so 20 Kinder haben und dann halt so eine Nanny, die sich immer um die Kinder kümmert. Also 20 werden es vermutlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall die Regel, dass man eben nach jeder, also dass man mit jedem Ehemann oder Ehefrau oder was auch immer, dann eben ein Kind noch bekommt. Und nach jeder Hochzeit zieht man dann eben auch in das Haus desjenigen, den man geheiratet hat und nimmt den ganzen Platz quasi für sich ein. Und ja, dann kommt das, was die Fusion mit der Black Widow Challenge ist. Denn JD ist ja sprunghaft. JD möchte sich gar nicht direkt niederlassen. JD möchte Spaß im Leben haben. JD möchte einfach nur Geld haben. Und es ist ihr da auch so ein bisschen egal, ob dabei Menschen auf der Strecke bleiben. Deshalb ist die Regel, dass sie keinen neuen Sim heiraten kann, bevor der alte Ehepartner nicht... Ich möchte aber, dass es hier eben keine aktive Sache ist, so dass wir hier irgendwie so krassen Mods installieren, wo JD dann aktiv der Mörder ist, sondern das ist halt so zufällig passiert, so dass irgendwie JD leckeres Kugelfisch-Nigiri zubereitet hat und die Qualität davon ist leider so schlecht und dann sind hier auch noch ein paar Tropfen Gift reingefallen und
Naja, dann ist der liebe, liebe Ehepartner halt, ist leider verstorben. JD ist natürlich am Boden zerstört, so sehr am Boden zerstört, dass sie sich direkt eine neue Person sucht, an dessen Schulter sie sich dann eben ausweinen kann. Ja, ich glaube, ihr versteht schon, was der Sinn dieser Challenge ist. Und dann habe ich mir noch so zwei kleine Regeln am Rande ausgedacht, die ich auch ziemlich cool finde. Und zwar, dass sie am Ende 10 Feinde ihres Geschlechtes haben soll, also dass sie 10 weibliche Feindinnen haben soll. Und möglichst keine weiblichen Freunde haben soll. Das ist der Plan. Ihr wisst, sie hat noch Freundinnen aus ihrer Vergangenheit, aus Sanmai Shuno, aber mit denen wird sie vermutlich auch den Kontakt so ein bisschen verlieren, weil sie jetzt eben auch in einer anderen Stadt ist. Aber das ist das Grundprinzip. Falls ihr noch irgendwelche coolen Regeln habt, wo ihr euch denkt, das würde mega passen und das wäre richtig nice, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann können wir das auf jeden Fall noch mit aufnehmen. Ich habe eine Liste, wo ich immer alles genau aufschreibe und ich freue mich da einfach auch auf eure Kreativität. Und nach all der Laberei, die ich jetzt hier gemacht habe, werden wir jetzt in dieses Let's Play reinstarten. Es tut mir wirklich leid, dass die ersten Parts von Let's Plays immer so langwierig sind. Aber wir sind auf jeden Fall hier auf diesem Grundstück. Das ist, glaube ich, so das klassische Grundstück, was jeder in der Soul Valley nimmt. Ich wollte auch eigentlich erst das hier nehmen, aber das war echt teuer irgendwie. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Deswegen haben wir jetzt eben dieses hier. Wie gesagt, das hat Kiana für JD gekauft. Ishan sollte eigentlich hier ein cooles Haus draufsetzen, aber er ist leider nicht mehr auffindbar. Und wir sehen auch, wenn wir die Freundesliste angucken, dass Ishan und JD in den letzten Monaten eben so ein bisschen, angebändelt haben. Oh mein Gott. I hate my life. Das geht ja schon gut los, ey. Oh mein Gott. Ishan ist plötzlich verheiratet. Ich habe ihn eigentlich nur rausgeschmissen und auf ungespielt gestellt, um dann halt diese Story entwerfen zu können. Naja, Dinge sind geschehen. Okay, mal gucken, was dabei rumkommt. Ich habe mir gedacht, so, damit wir diese Story einleiten können, weil noch ist JD ja nicht so, dass sie halt so, ne, ich bin eh so egoistisch und kille einfach alle Männer, dass wir, um das eben so ein bisschen einleiten zu können, dass sie halt so sagt, von der ganzen Aktion von Ishan wird und dass er jetzt verheiratet ist, macht die Situation einfach noch viel besser, dass sie ja eben in einem Streit ihm einfach nur das Schlechteste wünscht und dann passieren Dinge und Ishan. Das ist der Plan. Naja, okay, also hier ist auf jeden Fall unser erstes schönes Grundstück. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Was macht man? Was tut man? Ich habe aber eben schon gesehen, das fand ich richtig süß, sie hat als Stimmung klein und allein, wegen Einsamkeit. JD erhält ihre Stärke durch andere. Wenn niemand da ist, der den Sim bewundert, schwindet das Selbstbewusstsein. Und das finde ich einfach schon so geil, weil das ist so gut widerspiegelt, wie sie eben so drauf ist, dass sie halt immer so von anderen angehimmelt werden möchte. Sie hat halt ja auch ihre Freundinnen aus der Soul Valley, aus Sanmai Shuno hier, Ripley zum Beispiel. Sie hatte immer so ihr Fußvolk quasi, der sie angehimmelt hat. Sie hat auch immer noch ihren Freund Matty, bei dem hat sie sich jetzt auch sehr lange nicht gemeldet. Er liebt sie aber so sehr, dass er ihr natürlich immer noch weiter hinterhergelaufen ist, aber das muss sie langsam auch dann mal beenden. Ich würde sagen, um die Stadt auch noch so ein bisschen besser kennenzulernen, können wir mal ein bisschen ins Stadtinnere gehen und gucken, was da so abgeht. Also ich habe noch nie wirklich in der Soul Valley gespielt, immer nur so ein paar Parts, also ihr erinnert euch vielleicht an die Disney Legacy, da haben wir mit Kenai hier ein paar Parts gespielt, aber ansonsten ist hier noch nicht viel passiert. Ich habe auch nur ein paar von euren Sims jetzt schon platziert. Ihr wisst ja, ich habe euch gebeten, mir Golddigger-Sims zu erstellen. Deswegen sind jetzt hier oben schon ein paar Leute eingezogen, aber ansonsten habe ich noch nicht so viel an der Stadt verändert. Ich würde sagen, wir gehen einfach als allererstes mal ins Fitnessstudio und gucken einfach mal, wer da so ist und lernen so ein bisschen die Leute kennen und halten auch Ausschau nach potenziellen Freunden, die uns eben in dieser Situation beistehen können und vor allem halt auch vielleicht irgendwelchen Stars, weil das habe ich natürlich jetzt hier noch nicht erwähnt. JDs großer Wunsch ist es natürlich auch, ein riesengroßer Weltstar zu werden. Sie möchte an die Spitze der Welt. Sie möchte, dass jeder ihren Namen kennt, auch außerhalb natürlich von Sanmai Shuno. Und ja, oh, hier ist ein Paparazzi. Können wir ihm irgendwie, wahrscheinlich nicht, oder? Ich wollte gerade fragen, ob wir ihm irgendwie so
uns vorstellen können, also dass wir ein Star sind, aber wahrscheinlich müssen wir dafür wirklich erst ein Star-Level haben und das haben wir natürlich jetzt noch nicht. Wir haben aber einen guten Ruf, was schon mal sehr gut ist. Ich freue mich auch riesig hier auf diese Ruhmpunkte und auf diese Marotten und so, weil JD wird halt so eine richtige Diva und das haben wir halt auch noch nie gemacht, sondern wir haben sonst halt immer so diese guten Sims quasi und JD ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Sim, aber im Herzen ist da eben auch noch so ein kleines bisschen Böshaftigkeit. So, wir haben hier Cason Munch, er ist ein Fitnesstrainer. Wir wissen natürlich alle, dass Fitnesstrainer jetzt nicht einen Riesenbatzen Geld verdienen. Aber JD ist ja jetzt gerade auch noch nicht so super auf dem Trip. Ich muss jetzt unbedingt jemanden kennenlernen, weil ich sonst durchdrehe, sondern sie hält ja noch so ein bisschen an Ishan fest. Hat sie jetzt, Charisma ist jetzt immer noch auf Level 5. Hä, warum? Level 1. So, okay. Das musste ich jetzt nochmal zurücksetzen, weil wir wollen ja hier die volle Experience haben für diese Challenge, dass wir hier nichts vereinfacht haben. Ich bin sehr gespannt, wie lange diese Challenge gehen wird, weil ihr erinnert euch vielleicht noch an Team Rags to Riches. Da habe ich gesagt, ja, das werden so 20 Parts, ja. Und am Ende waren es auch irgendwie 70 oder sowas. Aber ja, das passiert mir leider immer so. Aber jetzt lernen wir auf jeden Fall hier die erste Person in der Salt Valley kennen und verdrehen den Leuten das erste Mal den Kopf. Ist es ernsthaft Louis? Oh mein Gott. Also das ist JDs Cousin. Es ist der Sohn ihrer verstorbenen Tante. Aber wie ihr seht, die haben nicht wirklich Kontakt miteinander. Also die kennen sich nicht. Deswegen wird sie ihm jetzt auch nicht Hallo sagen, weil sie will natürlich auch nicht, dass sie jetzt hier irgendwie mit dem Pöbel gesehen wird, sozusagen. Ich wollte an dieser Stelle auch nochmal kurz sagen, also ihr könnt euch das wahrscheinlich alle auch denken, aber bevor hier irgendwer sich persönlich angegriffen fühlt oder so, diese Challenge wird natürlich ein bisschen oberflächlicher als die Challenges, die ich sonst so spiele. Und ihr wisst, ich stehe immer für Toleranz und dass eben nicht über Aussehen geurteilt wird und so weiter und so fort. Aber diese Challenge lebt eben so ein bisschen von diesen Vorurteilen und so weiter. Wir werden vielleicht auch bei JD so ein bisschen über so diese Schönheitschirurgie-Schiene gehen, dass sie halt immer diesen Schönheitsidealen nacheifern möchte und naja, dass sie da vielleicht auch noch ein bisschen was an sich verändert und so weiter. Aber ihr wisst, dass ich da persönlich gar nicht irgendwie für stehe oder so, dass man, also natürlich Schönheits-OPs, ne, kann jeder machen, wie er möchte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass man das Let's Play hier wirklich halt wirklich nur so zum Spaß sehen soll. Und ich stehe auch nicht im echten Leben dafür, dass man Männer umbringen sollte, also nur damit ihr das nochmal verstanden. Aber ansonsten, wie gesagt, freue ich mich halt einfach auch mal auf was anderes. Und auch wenn ich jetzt hier sowas sage wie, ja, sie will sich nicht mit dem Pöbel abgeben und sowas, ne? Ihr wisst, das meine ich natürlich nicht so. Und jetzt kommt hier schon eine erste Dame, aber wie gesagt, wir wollen ja nicht so viel Kontakt mit Frauen haben und erst recht nicht mit Frauen, die so angezogen sind. Aber vielleicht kann Jay ja hier jetzt auch noch ein bisschen trainieren, um ihren Wahnsinnskörper beizubehalten. Also sie hat ja die Gene ihrer Mom geerbt. Sie hat einen riesen Booty, damit passt sie natürlich super nach Hollywood. Und wir halten einfach mal die Augen offen. Ihr wisst, meine Sims hier im Spiel sind alle immer sehr wild gekleidet, weil sie mit Custom Content immer gespawnt werden. Okay, hier laufen auf jeden Fall jede Menge Paparazzi und Fans rum. Oh, okay. Also hier ist jetzt unser erster Promi, den wir sehen. Das ist Ashana. Allerdings ist sie halt eine Frau. Ich glaube, wir werden uns jetzt mit ihr so ein bisschen versuchen anzufreunden und vielleicht wird das ja dann unsere erste Feindin. Also wie gesagt, die Challenge mit, dass sie möglichst nicht mit Frauen befreundet ist, ist natürlich nur so weit hingehend wichtig, dass es eben nicht unsere eigene Karriere irgendwie behindert oder so. Also wir versuchen natürlich hier unser möglichst Bestes, dass JD super berühmt wird. Und halt diese Berühmtheitsschiene bin ich halt auch noch nie gefahren. Deswegen freue ich mich da auch voll drauf. Hier sind noch mehr Fans. Rashad! Okay, hier ist noch ein Star. Es ist so aufregend in der Salt Valley. Hier ist so viel los. Es ist so krass. Okay, Rashad sieht sogar sehr gut aus. Vielleicht sollten wir uns bei ihm gleich auch nochmal versuchen vorzustellen. Mal gucken aber, was jetzt hier die Gute sagt. Wahrscheinlich hasst sie uns. Hallo, ich bin JD. Seht ihr, was ich meine? Normalerweise in Sanmai Shuno wäre JD da so hingegangen. Und wer bist du? So, ne, dass sie sowieso immer gedacht hat, ich bin die Number One. Aber hier in der Salt Valley. Ishan? Willkommen zurück in der Salt Valley. Okay.
Also, das ist der liebe Ishan, für die, die ihn noch nicht kennen. Ich habe ihm so ein bisschen Alterungsmerkmale im Gesicht gegeben, weil er ja jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Deswegen hat er jetzt auch langsam so ein paar Falten und so. Aber er hat sich dazu entschieden, sich jetzt doch nochmal hier in der Salt Valley blicken zu lassen. Das hat Kiana natürlich jetzt, oh mein Gott, ich sag schon Kiana, das hat JD natürlich jetzt noch nicht entdeckt, weil sie ihm ja auch nicht, weil er ihr natürlich auch noch nicht Bescheid gesagt hat. Aber wir werden ihn gleich auf jeden Fall dann nochmal so zur Rede stellen und fragen, hey, JD, cool bleiben! Naja, wir werden ihn auf jeden Fall gleich fragen, was es soll, warum der Hausbau noch nicht begonnen hat. Sie ist jetzt auf dem leeren Grundstück und er sagt ihr halt die ganze Zeit so, hey, fahr dich mal runter. Es wird alles gut gehen. Es ist alles in Planung. Ich habe ein richtig geiles Haus für dich entworfen. Und ich habe einfach so viel geschäftlich gerade zu tun. Deswegen mach dir nichts draus, dass ich nicht so viel da bin. Es tut mir ja auch leid. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier zu ihm hin und werden ihm einfach mal eine dramatische Geschichte eben von unserem Leben ohne Haus erzählen. Hey! Und JD fällt ihm natürlich auch immer wieder in die Arme. Also für sie ist er halt einfach das Nonplusultra. Ich glaube, das macht die Sache halt auch so schwierig für sie. Sie würde gerne einfach sagen, ach, tschüss, aber es geht eben nicht. Denkt sie gerade an Geld? Oh, sie hat an die LGBT-Community gespendet. Okay, JD, okay. Mit welchem Geld, frage ich mich? Also dieser erste Part ist jetzt halt auch noch so ein bisschen JDs Geschichte weiter ausführen, ne? Also im nächsten Part werden wir dann anfangen, halt auch vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen und so, weil jetzt gerade haben wir weder ein Bett, noch ein Klo, noch einen Kühlschrank oder irgendwas. Wir werden uns natürlich jetzt nochmal ihm annähern und sagen, wie toll er ist und dass er einfach ein toller Mensch ist und dass er einfach unglaublich gut aussieht. Wir werden ihn jetzt mal anflirten. Mal gucken, ob er jetzt mitmacht, weil er ja jetzt verheiratet ist. Oh mein Gott, Ishan ist einfach verheiratet. Da bin ich ja auch mal gespannt, was das für eine Frau ist. Und werden ihm natürlich auch sagen, oh mein Gott, hier ist eine Menge los. Werden ihm natürlich auch sagen, wie viel er uns bedeutet. Okay, und? Macht er mit? Okay, er macht mit. Also, er hintergeht auch weiterhin seine neue Ehefrau. Wahrscheinlich ist er so ein Sugar Daddy. Nee, Sugar Baby. Er ist ein Sugar Baby. Oh, aber die zwei haben sich noch nicht geküsst. Sie haben sich noch nicht geküsst. Das heißt, es ist halt alles auch noch so was Inoffizielles, so ein bisschen. Er hält sie halt so die ganze Zeit, wie nennt man das nochmal so, an der kurzen Leine. Also, dass er ihr halt die ganze Zeit sagt, wie toll sie ist und so, aber halt nicht weitergeht. Okay, aber JD wird jetzt volle Kanone auf jeden Fall weiterhin mit ihm flirten. Und er ist komplett für alles zu haben. Also er schmiert ihr auch ordentlich Honig ums Maul. Aber wir gehen jetzt nochmal hier kurz zu Rashad und werden uns nochmal versuchen vorzustellen. Weil es natürlich schon ganz cool wäre, wenn wir jetzt im ersten Part schon irgendwie einen Promi kennenlernen würden, an dem wir uns vielleicht so ein bisschen hochziehen können. Und? Also es ist nicht sonderlich erfolgreich, wie sie sich die ganze Zeit vorstellt. Okay, also es hat immer noch nicht geklappt. Sad, very, very sad. Naja, egal. Okay, dann heißt es aber jetzt ganz kurz, ich weiß halt nicht, was sammelt man denn in Salt Valley? Hier ist ja das Café, wo sie mal mit ihren Freunden war, süß. Okay, hier kann sie was ausgraben. Dabei will sie natürlich jetzt überhaupt nicht gesehen werden. Deswegen, oh ja, das machen wir so. Das wird sie immer nur nachts machen, weil sie nicht möchte, dass irgendwer sie dabei sieht, wie sie irgendwie, weiß nicht, in Mülltonnen rumgräbt oder eben im Boden buddelt oder irgendwelche Sachen aufhebt und so weiter, weil ihr das natürlich total unangenehm ist. Zwei außergewöhnliche, gewöhnliche Tuning-Teile. Kriegen wir dafür was? 20 Simoleons! Woo, Leute! Unsere ersten 20 Simoleons. Dann haben wir noch ein Spielzeug von zu Hause mitgenommen. Eine Muschel aus Sulani und unsere Hausaufgaben. Können wir die Hausaufgaben verkaufen? Können wir auch ein Simoleon? Ey, Leute, wir haben 21 Simoleon. Let's go! Können wir nochmal hier mit Rashad reden? Also, ich meine, wenn er jetzt schon so abends hier alleine rumläuft, das schreit doch, er möchte uns kennenlernen, oder? Hallo! Ich bin JD. Und? Findet er uns nett? Oh Mann, was muss man denn machen? Naja, vielleicht sehen wir auch einfach noch nicht gut genug aus. Spaß. Wir haben ja auch schon einige hier so Lebenszeitbelohnungspunkte. Davon können wir natürlich auch mal was kaufen. Wir haben 1835 Punkte. Also falls ihr da eine Idee habt, was wir ja nehmen könnten. Also es gibt ja zum Beispiel auch den Flirt-Trank. Trinke das, damit dein Sim zeitweilig kokett ist. Vielleicht können wir den dann so anderen unterjubeln.
dass sie uns dann plötzlich richtig cool finden. Das heißt, mit dem stechen wir immer raus. Betörend. Betörende Sims können jeden mit einem einzigen Blick in Flirtstimmung versetzen. Das brauchen wir. Das ist großartig. Oh mein Gott. Okay, dann wissen wir jetzt schon mal, woraufhin wir sparen. Und gerade, als ich das gelesen hatte von diesem Wonderful Whims-Dings, wir können auch noch als Regel machen, dass JD nur mit Sims was anfangen darf, beziehungsweise halt die heiraten darf, wenn sie sie nicht unwiderstehlich finden. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie es bei Ishan ist. Sie findet ihn very attractive. Das heißt, das wäre noch okay. Aber es gibt noch eine Stufe darüber. Ich weiß, dass sie Matty überhaupt nicht attraktiv findet. Ach, das steht ja jetzt gar nicht mehr. Oh, weil er noch ein Teenager ist. Den müssen wir noch altern lassen. Okay, wait. Matty, du bist ein junger Erwachsener. Ich habe mir gerade noch eine wunderbare Regel einfallen lassen. Und zwar darf JD nur Männer heiraten, die sie nicht, also nicht mehr als sehr attraktiv findet. Also ihr wisst, ich habe den Wonderful Whims Mod installiert, womit die Sims andere Sims attraktiv finden können. Und da gibt es halt verschiedene Abstufungen. Und JD findet zum Beispiel Ishan sehr attraktiv. Das heißt, sie dürfte ihn nicht heiraten und als potenziellen Geldgeber eben nehmen, weil sie ihn attraktiv findet. Wir wollen, dass sie halt wirklich so dieses Sugar Baby Life lebt, dass sie halt die Sims eigentlich gar nicht so attraktiv findet, aber sie eben dann wirklich nur wegen des Geldes heiratet. Zum Beispiel Matty findet sie sehr unattraktiv. Das steht hier jetzt gerade nicht, weil ich ihn gerade erst zum jungen Erwachsenen gemacht habe. Aber ihn findet sie auf jeden Fall sehr unattraktiv. Das heißt, sie dürfte ihn heiraten. Wir können mal bei Stefan gucken. Oder nee, er ist auch noch ein Teenager. Ihn müssten wir dann auch noch altern lassen. Auf jeden Fall wird das eben unsere zusätzliche Regel sein, dass sie ihre Partner nicht attraktiv finden darf. Okay, das wird was. Nina macht sich die Challenge mal wieder so viel schwerer, als es sein muss, aber that's just how it is, Leute. Okay, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz wieder nach Hause und gucken, ob wir hier irgendwo noch was sammeln können bei uns zu Hause. Wait, das ist unser Grundstück. Hier wohnen wir. Ob da noch irgendwie was rumliegt oder so, weil wir brauchen ja zumindest irgendwie so die gängigen Sachen, so ein Bett oder so, sonst müssen wir halt auf einem öffentlichen Grundstück schlafen und das ist schon sehr, sehr erniedrigend. Aber JD kann halt auch nicht einfach zu ihrer Mom gehen und sie nochmal um Geld bitten, weil dann fragt Kiana auch, wo ist denn das Geld? Und sie weiß das ja alles nicht mit Ishan und ja, da hat sie dann, glaube ich, auch einfach zu viel Angst vor ihrer Mom, als dass sie das erklären könnte. Okay, wir können da aber jetzt noch was ausgraben, dann können wir das noch verkaufen. Ist es hier ein Feuerwerk? Oh, wow, amazing. Okay, wir haben eine Zeitkapsel gefunden. Die verkaufe ich auch immer ungeöffnet, weil die meistens mehr wert ist, als wenn wir sie öffnen. Oh mein Gott, hier hinten steht Essen. Pinchos. Hat sie schon Hunger? Sie hat noch nicht so viel Hunger, aber ich meine, besser jetzt essen, als wenn es hinterher nichts mehr gibt. Vielleicht können wir den Rest hier sogar einpacken. Oh mein Gott. Aber wir haben immerhin schon 91 Simoleons. Also, da können wir uns vielleicht ein halbes Bett von kaufen. Okay, können wir den Rest einpacken? Können wir den in Lunchpakete stecken? Ist das dann länger haltbar? Okay, noch eins bitte. Und noch eins. Wie lange ist das haltbar? 8 Stunden und das? Auch 8 Stunden. Ach so, das ist gleich lang haltbar. Na gut, dann packen wir das alles ein und haben dann schon mal ein bisschen Essen die nächsten 8 Stunden. Wahrscheinlich werden wir nicht nochmal Hunger haben, aber was soll's. Hier ist noch ein Stein, den wir dingsen können. Und den können wir dann auch noch verkaufen. Ansonsten sind hier halt jede Menge tote Pflanzen. Wir sind halt auch in Dersol Valley, da ist es halt immer sehr, sehr heiß. Deswegen gibt es hier natürlich jetzt auch nicht sonderlich viel Natur. Okay, sie hat ein Stück Kalkstein. Das ist oft viel wert. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh ja, okay, 70 Simoleons. Aber immerhin, wir haben jetzt 160, 161 Simoleons. Das ist schon mal eine ganz gute Nummer. Wer bist du? Dexter Munch, okay. Ich finde diese Nachbarschaft halt auch super, super cool. Aber es gibt hier halt wirklich nichts zu holen. Wir können jetzt mal gucken, ob wir uns irgendwas kaufen können. Wände sind halt auch unglaublich teuer, das heißt, es wird auch schwierig. Okay, also ich habe jede Menge Custom-Content-Betten, die wir uns kaufen könnten, aber es sind halt alles auch eher so Kinderbetten. Das erste Bett, was vom Spiel aus dort ist, ah ne, ist das hier. 240 Simoleons. Also natürlich können wir halt wieder das Debug-Bett nehmen, aber das finde ich immer so, wisst ihr, das finde ich immer so, warum ist das Bett eigentlich so teuer? Das ist eine Matratze. Warum kann das nicht günstiger sein? Jetzt frage ich mich natürlich, ob wir uns einfach hier so ein Custom-Content-Bett kaufen sollen. Aber das sind halt alles auch Kinderbetten, ne? Passt die da überhaupt rein? Oh mein Gott.
Aber das ist schon cool. Was kostet das? Ja, okay, 100 Simoleons. Ich glaube, das ist noch okay. Ist halt super ugly. Obwohl, so mit den Sonnenblumen ist eigentlich ganz süß. Komm, das wird unser erstes Möbelstück. Und wir schlafen aber irgendwo hier so am Rand, damit das keiner sieht. Oh mein Gott. Können wir uns vielleicht so einen Busch kaufen, den wir da vorstellen? Oder sind Büsche teuer? Nee, es geht, ne? Mal so eine Palme nehmen. Wie viel, was kostet die? 30 Simoleons. Ist das dumm? Ja, ne? Oh Mann, aber... dann hat sie wenigstens eine Palme. Immerhin die wichtigen Dinge des Lebens, oder? Wer kann schon sagen, dass er eine Palme hat, oder? Nee, komm, das ist richtig unnötig, Nina. Das ist richtig unnötig. Was ist denn die nächste Prio? Ein Klo vielleicht? Ja gut, da können wir uns halt nur einen Busch leisten. Naja, das könnte unser Busch sein, ne? Der unser Bett verdeckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist halt so weit entfernt von dem, was JD will. Ach, du Schüssel, die... Sie wird es hassen. Sie wird es so sehr hassen. Oh no. JD, girl. Oh mein Gott. Naja, sie surft ein bisschen im Internet. Sie ist hier hinten in der... Oh mein Gott, hier ist noch ein Stein. An der Mülltonne unterwegs. Wir können ja mal in der Mülltonne wühlen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Dann wühlen wir hier drüben ein... Ah nee, da ist nichts drin. Oh, hier auf der Parkbank hätten wir theoretisch auch schlafen können. Aber jetzt haben wir ein Bett. Okay, wir haben einen Stein gefunden. Können wir den verkaufen? Ah, 18 Simoleons. Naja, was soll's. Ich glaube, wir machen es auch noch als offizielle Regel, dass sie eben also die größte Stufe am Star-Dasein ist. Ich glaube, das ist Level 5. Ja, nee. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, dass sie ein Level 5 Star wird. Das wird auch eine offizielle Regel, weil ich möchte das so gern mal erforschen. Okay, warte, ich schreibe es mir mit auf. Level 5 Star. Okay, hat sie jetzt was in der Mülltonne gefunden? Komm, wühle in der Mülltonne. I know, du willst es nicht, aber können wir darin? Nee, können wir nicht. Leider nichts gefunden. Sad, very sad. Naja, dieser Park ist irgendwie nicht sonderlich lukrativ, obwohl hier können wir noch was ausgraben. Zwei Tuning-Teile, nice, nice. Guck mal, schon wieder 44 Simoleons. Läuft bei dir, JD Loha. Zum Glück ist es hier so wunderbar still. Also einfach wunderschön ruhig. Also das ist der perfekte Ort, um draußen zu schlafen. Oh mein Gott. Und sie ist schon wieder sehr kokett. Oh mein Gott. Kannst du Ishan eine kokette SMS schicken? Mal gucken, was er antwortet. Und ob er überhaupt antwortet. Ist ja auch immer so eine Sache bei diesem Mann. Oh, sie denkt an ihren Dad. Ruf ihn mal an. Ach so, das ist ihr Vater übrigens. Vielleicht sollten wir das auch mal erwähnen. Ihre Mom und ihr Dad sind aber, oh, nicht mehr zusammen, leider. Also was heißt leider, ist es besser für alle so. Aber er sagt auch, was? Ich schlafe, ruf später nochmal an. Also er möchte auch nicht hören. Also es ist ja Zeitverschiebung, ne? Deswegen ruft sie halt mitten in der Nacht an, weil sie dachte, es wäre gerade in Samai Shuno die passende Uhrzeit. Aber sie ist halt, obwohl ich wollte gerade sagen, sie ist nicht so gut in Mathe, aber JD ist halt schon sehr schlau, deswegen eigentlich schon. Aber, was mir gerade einfällt, was wir auch noch machen können, um an ihrer Karriere als Superstar zu arbeiten, wir können eine Instagram-Story machen, weil das trägt, glaube ich, auch zu unserem Ruhm bei, also steht ja da. Wir machen jetzt einfach ganz viele Stories, so Hashtag LA Life, Hashtag Hollywood. Okay, oh mein Gott, sehr gut. Auf dem Weg zum Ruhm. Sims können jetzt berühmt werden. Es gibt viele verschiedene Wege, ein Promi zu werden. Und wenn dein Sim seine Fähigkeiten verbessert und in einer Karriere voranschreitet, öffnen sich neue Wege zum Ruhm. Dein Sim kann zum Beispiel berühmt werden, indem er die Schauspielkarriere einschlägt oder die Medienproduktionsfähigkeit an der Video- und Musikstation erhöht. Halte nach Interaktionen Ausschau, die mit Plus-Ruhm gekennzeichnet sind. Sie werden dir helfen, ein richtiger Star zu werden. Was für ein süßes Bild. Alle lieben es. JD hat 12 Follower dazu gewonnen. Sie hat jetzt insgesamt 60 Follower. Also, ich würde sagen, started from the bottom. Machen wir direkt einfach noch eine Instagram-Story. Sie hat 72 Follower. Dann machen wir einfach noch eine Instagram-Story. Das beste Bild aller Zeiten. Sie hat nochmal 12 Follower bekommen und hat jetzt 84 Follower. Also, JD, nehmt euch in Acht, ne? Hier kommt JD. Also, sie dreht jetzt völlig durch. 96... Also, wenn das im Real Life so schnell gehen würde. Und so einfach vor allem. Komm, mach nochmal. Gibt es da ein Limit, wie viele Stories man machen kann? Ich meine, hallo? Sie hat jetzt 108 Follower. Heide Witzke, Kapitän. Mach nochmal. 120 Follower. Entschuldigung. Und schaut mal, das geht auch so ganz langsam hoch. Oh mein Gott.
Hier sehen wir die Marotten. Nicht anfassen, berühmt zu sein, bedeutet noch lange nicht, dass man mit der Missachtung der eigenen Privatsphäre einverstanden ist. Eitelkeit, fantastisch, das ist super. Saftfeld, oh mein Gott, großartig. Emotionsbombe, großartig. Paparazzi-Darling, nervig. Feinschmecker, ja. Fanpost, ernsthafte Schauspielkunst. Besessener Fan, Und immer erreichbar. Handy besessen finde ich auch großartig. Begegnung mit dem Ruhm. Okay, also vor allem die oberen finde ich großartig für JD. Einfach absolut großartig. Oh mein Gott, okay, sie schläft wirklich auf der Parkbank. Girl. Mein Gott, naja, was für ein erfolgreicher Tag. Sie pieselt sich gleich in die Hose, sie ist müde, sie fängt an zu stinken und sie braucht Spaß. Aber da ich in diesem Part schon so unglaublich viel geredet habe, muss ich ihn jetzt leider an dieser Stelle beenden. Ich hoffe wirklich sehr, 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 sehr doll, dass euch dieser erste Part Spaß gemacht hat. Wie gesagt, der erste Part ist immer mit sehr viel Reden verbunden, ein bisschen Planlosigkeit, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen muss. Aber ich freue mich einfach riesig auf die kommende Zeit und auch sehr auf die Einleitung mit Ishan jetzt, wenn wir dann unser erstes kleines Opfer sozusagen haben und versuchen, unser Geld zurückzuholen. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktionieren wird und was da noch so auf uns zukommt. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche coolen Vorschläge habt für die Zukunft oder generell einfach irgendwelche Regeln, die wir gerne noch einführen sollen oder und so weiter und so fort, schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich freue mich riesig auf euer Feedback und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!